Natürlich war das Jahr sehr lange und ich versuche jetzt nochmal meine ganzen Reserven rauszuholen, um hier mein Bestes zu zeigen, so viele Matches zu gewinnen, wie ich kann. Jetzt hier in Singapur das Jahr zu beenden, ist natürlich eine Ehre für mich und auch jetzt das Jahr als Nummer 1 zu beenden, das ist was ganz Besonderes. Ich weiß jetzt natürlich sicher, dass ich als Nummer 1 das Jahr abschließen werde und auch ins nächste Jahr als Nummer 1 gehen werde, aber ich habe schon gehofft, dass ich hier die Serena treffe und vielleicht das Match gegen sie bestreiten kann. Aber die Gesundheit geht natürlich immer vor und ich wünsche ihr natürlich das Beste, dass sie schnell wieder gesund wird und dass 2017 sie wieder auf die Tour kommt und wir einige interessante Matches wieder gegeneinander haben. Ich werde das in den nächsten Tagen entscheiden, wohin ich gehe, aber ich denke schon, dass ich irgendwo an Strand, wo schönes Wetter ist, einfach ein paar Tage abschalten werde, nochmal das Jahr Revue passiere, bevor ich dann die Vorbereitung wieder starte.